Liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Extra-Video möchte ich euch das Wort kongruent veranschaulichen und erklären. Im Allgemeinen heißen zwei Dreiecke bzw. zwei Figuren kongruent, wenn sie durch Drehen, Schieben und Wenden in Deckung gebracht werden können. Also wenn sie so positioniert werden können, dass sie genau übereinander liegen und somit das eine Dreieck sich hinter dem anderen Dreieck versteckt und auch umgekehrt. Somit ist ein anderes Wort für kongruent deckungsgleich. Ich möchte euch dies kurz anhand von mehreren Dreiecken veranschaulichen. Nun behaupte ich, dass das violette und das blaue Dreieck kongruent sind. Wir können das blaue Dreieck ja nehmen und durchdrehen, schieben und auch wenden über unser violettes Dreieck legen. Das violette Dreieck versteckt sich jetzt komplett hinter dem blauen Dreieck. Und wenn wir die beiden Dreiecke umdrehen, sehen wir, dass auch das blaue Dreieck sich komplett hinter dem violetten Dreieck versteckt. Ich habe noch ein weiteres rotes Dreieck mitgebracht und behaupte, dass das blaue und das rote Dreieck nicht kongruent sind. Wir sehen ja, dass wir unser rotes Dreieck durch Drehen, Schieben und Wenden vor unser blaues Dreieck legen können, aber unser blaues Dreieck nicht komplett hinter unserem roten Dreieck versteckt ist. Dennoch wäre unser rotes Dreieck komplett hinter dem blauen Dreieck versteckt, aber das blaue eben nicht hinter dem roten. Wir sehen zwar, dass das blaue und das rote Dreieck gleich große Winkel haben, denn wir sehen, diese beiden Winkel sind gleich groß und können sich hintereinander verstecken und umgekehrt. Der obere Winkel ist auch gleich groß von beiden Seiten und somit muss auch der dritte Winkel des Dreiecks gleich groß sein. Nun schauen wir uns die Seite des blauen und des roten Dreiecks an, die zwischen zwei bekannten gleich großen Winkel liegt. Wir stellen fest, dass die rote Seite kürzer ist als die blaue Seite. Somit haben das blaue und rote Dreieck zwar gleich große Winkel, die dazwischenliegende Seite ist jedoch nicht gleich lang. Das blaue und das rote Dreieck sind also nur ähnlich. Wenn aber zwei Winkel gleich sind und die Seite dazwischen, dann sind die Dreiecke auch kongruent. Das ist beim blauen und beim violetten Dreieck der Fall.